Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Chivalry Medieval Warfare. Wir spielen im Team der Agatha-Ritter einen Pikinier mit der Bartaxt, mal eine andere Stangenwaffe, und müssen das Mason-Team aufhalten, die unerlaubterweise einen Leichenwagen in unseren Wasservorrat entleeren wollen. Und das finden wir nicht so toll, denn Leichentrinkwasser sind in der Regel nicht allzu angenehm. Und deswegen sagen wir denen, nein, das wollen wir nicht. Oh, da kommt einfach mal... Wenigstens hat er auch sein Teamkollegen erwischt. Genugtuung, Ausgleichen, die Gerechtigkeit, bla bla, immerhin. Trotzdem sind wir dabei draufgegangen. Die sind auch schon recht weit. Normal sollte man den, wie man an dem Stopp erkennen kann, aufhalten. Aber irgendwie gelingt uns das momentan nicht allzu gut. Oh, ich hab mich gewählt. Oh, komm schon. Wenn die doch zu 20 rumstehen. Das ist ja echt böse. Aber wenigstens haben wir den mit der Zwandaxt ordentlich als zugesetzt. Komm, jetzt versaust nicht, du Idiot. Das wäre traurig. Ich habe das Gefühl, die Runde geht mal länger als die letzte, glaube ich. Weil die Teammissionen dauern an sich verdammt lange. Hoffen wir mal, dass wir auch lang genug durchhalten, überhaupt den Leichenwagen irgendwie zu stoppen. Ja, komm schon. Jetzt nicht. Das. Ja. Das geht's nicht. Boah, komm schon. Okay. Die schieben den Wagen jetzt in aller Seelenruhe weiter. Und wir haben eine zweite Chance, den irgendwie zu stoppen. Danach wird's dann kritisch. Da kommen sie schon. Oh, und da haben wir auch noch den. Das ist so ärgerlich. So, ich spiele jetzt mal taktisch. Wir nutzen mal die Wurf beide. So sieht's nämlich aus. Okay. Einfach mal reinstechen. Mit der Bartaxt kann auch recht gut von oben schlagen, finde ich. Sieht man ja. Stopp! Wieso? Wir haben geblockt und er tötet uns einfach mal so aus heiterem Himmel. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht wieder mich grundlos aufzuregen, sondern das wirklich für die ärgerlichen Momente aufzuheben. Also akzeptieren wir diesen Tod unter vielen einfach. Okay, wortlos wollte ich jetzt schon sagen, aber das trifft es nicht ganz zu. Aber ohne gleich wieder das Mikrofon bis ins Unendliche zu übersteuern. Boah, ja, so, geht doch. Nein. Ja. Ja, ja, ja. Die Bartaxt ist schon cool. Ja, okay, aber auch recht langsam. Das muss man in Kauf nehmen. Aber mit dem Teil kann man coole Seitenhiebe ausführen. Also gerade einfach ein bisschen zur Seite gehen. Und einfach die Klinge der Axt den Gegner im Rücken spüren lassen. Das ist, wenn man es kann, recht einfach und auch effektiv. Ich werde es auch mal irgendwie probieren bei Gelegenheit. Nämlich einfach... Hier stehen jetzt zu viele, um das zu machen. Ah, passt. Okay, ich renne jetzt lieber nicht rein. Das war ein Lag, oder? Oh. Respekt, Leute, das war immerhin Teamarbeit. Mit dem Pfeil im Kopf konnte ich da nicht mehr allzu viel tun, leider. Okay, jetzt renne ich schon gegen die Stalagmiten. Leuchte des Orientierungsprobleme. Oh Gott, die sind schon wieder weit, ey. Draufgejumpt. You shall not pass. Klar, der Spruch ist auch schon ausgelöscht. Und da habe ich schon so eine hohe Reichweite. Das hat sie nicht.
Und er... nee, okay, ich habe noch einen Gegner erwischt. Ich dachte schon, ich hätte jetzt wieder ein Teamkill gefunden. Okay, stattdessen werden wir natürlich von einem Teammate erwischt. Denken, wir hätten selbst einen Teamkill erreicht und werden dann nur geteamkillt. Okay, das passiert aber auch häufiger. Muss man mit leben, mit sterben. Naja, Ansichtssache. Ich sehe dich. Och, komm schon. Tja. Schade, den hätte ich gerne erwischt, das wäre irgendwie lustig gewesen. Wow, wow, wow. Scheiße. Komm, den muss ich noch irgendwie erwischen können. Boah, ja. Jetzt. Jetzt rocken wir und kriegen gleich die Axt im Kopf. So sieht's nämlich aus. Oh Gott, wenn wir das jetzt wirklich noch 13 Minuten, danach kommen ja noch mehr Missionsziele. Ich habe das Gefühl, ich muss entweder den Part unterteilen oder was ganz Langes hochladen. Und wie man YouTube kennt, dauert das so verdammt ewig. Ich werde es mir überlegen, je nachdem. Wahrscheinlich werden die jetzt eh innerhalb von 30 Sekunden beim Tor sein und die nächsten Missionsziele auch innerhalb von den nächsten 2 Minuten erfüllen. Und dann hat sich die Frage eher übrig. Aber wir geben natürlich unser Bestes, wie immer. So, die müssen doch auch irgendwo hier außen rumlaufen, schätze ich doch mal. Oder wir kommen jetzt einfach eiskalt von hinten. Und... WTF! Ich habe extra ein Tor mit einer möglichst geringen Ping ausgesucht. Und dann... Es ist so unlogisch, aus einem Winkel von vorne den Kopf zu... Wow. Nein, nein, nein. Antrag abgelehnt, Sir. Hey. Oh, der, ich hab dem meine verdammte Axt in den Bauch ge- und er ignoriert das einfach und schlägt zu. Verdammt. Oder hört man sich schon wieder? Und der Stein will mich blockieren. Was ihm nicht gelingt. Die Gegner wollen uns Steine in den Weg legen und... Okay, genug der schlechte Wortwitze. Lassen wir lieber Taten sprechen. Oh, die... Leute mit ihrem Schild! Das nervt! Ja, ja, renn! Okay, wir wechseln mal wieder den Ritter! Nehmen mal den Streitkolben und das Turmschild! Alternativ natürlich das Zweihandschwert! Spawn wäre jetzt auch nicht schlecht! Ist immer blöd, wenn man die Klassen wechselt, kriegt man die... neue Spawn-Time und nicht angezeigt. Hey. Streitkolben, so ist besser. Machen wir auch einmal einen auf nerviges Schild hochhalten. Und da kommt nichts durch. Und bis man dann von 10 Leuten umringt ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Oh, da weicht er aus. Und wir kriegen das Schild immer noch gestohlen. Oh nein. Den haben wir geblockt. Hey, jetzt hab ich auf X geklickt, dann lachen wir einfach mal. Ich will den Thatcher ausschließen, was hat Thatcher denn getan? Ist mir eigentlich auch egal. Okay, das hat sich wohl erübrigt, der Kill. Boah. Der hat uns fast genatzt. Aber nicht mit uns. Der ist schon tot. Der steht noch ein bisschen rum. Oh, der ist auch schon tot. Wir kommen immer erst an, wenn die Gegner schon längst auf den Knien um Gnade flehen. Okay, sie sind tot im Knie um Gnade. Flehen, ja. Flehen um Gnade. Sprechen wäre nicht schlecht. Da sind wir dem ordentlich in den Schlag gelaufen. Heute macht mich das Spiel wirklich deutlich weniger aggressiv, keine Ahnung wieso. Was haben wir denn für eine... Ja, okay, 8-11 ist jetzt wieder nicht allzu heldenhaft. Aber besser als nichts. Den Bug mit den... Okay, Bug, Anzeigefehler mit den Armen des Ritters ist da immer noch nicht behoben, aber... Was soll's? Sich darüber aufzuregen ist ja auch
Nicht wow. Feuer! Wo kommt das plötzlich her eigentlich? Da stand doch niemand. Hexerei! So, den... Okay, ich dachte, es wäre ein gegnerischer Bogenschütze. Wollte ich mir jetzt einfach von hinten schnappen mit dem Stein da, aber nein. Schade, das war... Habe ich mich einfach geirrt. Oh, komm schon. Woher kam der fucking Bogenschütze jetzt wieder? Wer... Ach, ich schnapp mir jetzt einfach wieder die Bartaxt. Wieso sind die Waffen nicht mehr freigeschaltet? Das ist seltsam. Die hatte ich doch freigeschaltet. Jetzt will mich das Spiel ärgern. Das veranlasst mich schon wieder dazu, mich aufzuregen über das Spiel. Wieso habe ich meine Waffen jetzt nicht mehr, die ich mir freigeschaltet habe? Ist ja scheiße. Das Max Bluewürn in der linken, rechten oberen Ecke sieht etwas übermotiviert und klingt auf seine Teamkollegen. So. Nein, nein. Vergiss es. Ey! Wie? Ja. Kannst dein Schicksal nicht entgehen. Oh, oh, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. Oh, schade. Nein! Ja, guck, und so fangen wir von der Seite einfach richtig schlagen mit der Bartaxt. Und dann trifft man auch hinter die Schilde. Ja. Yeah. Oh, jetzt geht's aber... Oh, Bogenschütze, ganz schlecht. Oh, okay, da hätten wir einfach mal blocken sollen. Das wäre ab und zu sogar gar nicht allzu schlecht. Ah, momentan sieht es ja ganz gut aus. Also wenn wir die 7 Minuten jetzt noch durchhalten, hätten wir die Schlacht sogar gewonnen. Obwohl sie mich im Team haben. Uiuiui. Habe ich wohl gute Mitspieler. Hey, 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 das wäre meiner gewesen. Welcher Arsch hat ihn geklaut? Hier, der gehört zu uns. Da schlage ich mal nicht drauf. Nicht schlecht. Oh, nicht ins Feuer laufen. Laufen wir um die Ecke und sehen noch, wie der Speer auf uns zufliegt. Ärgerlich. Ach ja, noch so ein kleines Anliegen, was ich an die eventuellen Zuschauer bzw. Abonnenten von mir hätte. Und zwar in letzter Zeit kommt es ja öfters mal vor, dass mich Leute deabonnieren, was auch völlig in Ordnung ist. Gibt ja sicher die Gründe. Und da ist auch schon der Punkt, nämlich die Gründe würde ich eigentlich gerne wissen. Also ich würde mich freuen, wenn ich konstruktive Kritik per PN oder Kommentare mal bekommen würde, damit ich auch weiß, wo ich mich verbessern kann. Weil dann sieht es immer so aus, die deabonnieren mich wieder und dann... Sagt aber keiner was, wieso. Ich würde einfach gerne wissen, was ich denn verändern kann, dass ich denn sehenswerter bin. Würde mich freuen. Nur so nebenbei mal. Ich würde es auch freuen, wenn du aufhörst mit deiner Mega-Schlagfrequenz. Das ist so unfair mit den kleinen, kurzen Einhandwaffen. Ah, furchtbar, diese Leute. Naja, wie gesagt... Würde mich sehr freuen, wenn ich mal etwas mehr Kritik bekommen würde. Auch gerne irgendwas Negatives. Freue mich natürlich auch über jegliche Art von Lob. Aber auch gerne über irgendeine Art von Kritik. Also, was weiß ich, was halt schlecht ist. Was ich verbessern kann auf Dauer. Gibt ja immer irgendwas. Und bei mir bestimmt auch noch sehr viel. Wie zum... Hey, wo kommst du her? Okay, bitte nicht solche Kommentare wie verbessert ihr im Skill, das werde ich nicht können. Ich bin in dem Spiel einfach scheiße. 13, 16, okay. Geht besser, geht schlechter. Alles schon gesehen. Den kriegen wir. Ja. Der war immerhin sauber, der Kill. Nein. Vergiss es. Nein! So langsam wird es wieder etwas schwerer, sich zusammenzureißen.
Den Bogenschützen hätte ich gehabt, weil dieser scheiß Pikinier nicht von links gekommen. Ja, was soll's. Die 4 Minuten halten wir noch durch und dann mache ich die Folge von meinem Tick länger. Weil die letzte auch kürzer. Schade, hätte ich den Winkel ein bisschen besser getroffen. Vergiss es. Vergiss es. Och komm, ich hab doch nur geguckt, ob einer von deinen Kumpanen irgendwo aus dem Gebüsch hervorgestoßen. Ey, nicht noch einer, nicht noch einer mit. Da konnte ich nicht mehr rechtzeitig genug blocken. Wie man unschwer erkennen konnte, würde ich mal sagen. Komm, renn. Also den Waffenknecht spiele ich hier lieber erst recht gar nicht, weil der einen Schlag aushält oder so. Mit seinen Stofffetzenrüstung. Nein. Schade. Oh, ich dachte, da käme einer irgendwo. Oh ja, oh ja. Okay, der Wagen ist aber in einer recht guten Position, da wir dieses Eck hier recht gut verteidigen können. Oh nein, da hätte ich fast einen von mir erwischt. Okay, ist down. Wow. Der kam wieder mal überraschend. Nein! Schon wieder dieser Steppes. Der geht einem langsam auf den Nerv. Oh oh, Leute. Verkackt's nicht, Leute. Verkackt's nicht. Ihr seid doch solche Idioten. Oh Gott, renn. Jetzt wird's etwas riskant. Ey, krieg den bloß nicht zum Wasserspeicher, den Scheißwagen. Oh, komm schon. Natürlich kriegen wir wieder den Schlag vom Gegner ab, war ja knapp. Wir rennen mal lieber hin. Das war schnell. Oh, fuck. Okay, das war's, glaube ich. Heute gibt's wohl nichts mehr zu trinken. Dich auch nicht, weil du mich drauf wirst, verdammt. Oh, scheiße. Nein. Okay, dann mache ich hier nämlich mal einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich gleich in der nächsten Folge. Dann geht's weiter. Ciao.